Die Blockchain ist ein verteiltes System, was jetzt nicht nur auf einem Computer läuft, sondern auf sehr vielen unterschiedlichen Computern läuft und am einfachsten zu erklären ist als verteilte Excel-Tabelle, die eigentlich sozusagen nicht von einer Person verändert werden kann. Das heißt, es muss immer mehr als 50% des gesamten Netzwerks zustimmen, dass eine Änderung stattfindet. Die Blockchain heißt jetzt Blockchain, weil sie aus verschiedenen Blöcken besteht, die aufeinander sequenziell referenzieren. Das heißt, wir haben einen Block und wir haben ungefähr jede halbe Stunde einen neuen Block, der entsteht im Bitcoin-Netzwerk, der aus einzelnen Transaktionen zusammengesetzt ist. Das heißt, alle Transaktionen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben und einer Referenz auf den Block davor.